Weil wenn ein Trabant richtig kalt ist, bei den Temperaturen, muss man ihn erstmal anbekommen. Das ist schon mal die Kunst. Die Starterklappe erst ganz raus und dann aber möglichst bald wieder halb rein, sonst verreckt er einen schon bei der ersten Ampel. Also das ist ein Kunstwerk, aber man weiß noch, warum ein Auto fährt. Zweimal Eierschecke, der Dresden-Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region. Er war zu kalt. Oh Gott, Herr Huber, wir sitzen in einem Original-Trabant 601 Deluxe. Und aber er knattert. Aber ich glaube, Deluxe waren nur die Ausführungen, die zweifarbig lackiert waren. Ja. Hatte das Dach eine andere Farbe als der Rest der Karosserie? Und das hat schon den Deluxe-Faktor ausgemacht, ja? Richtig. Den Glamour-Faktor. Und spannend. Dazu kamen verchromte Stoßstangen in der Regel. Das war wirklich eine Sonderausstattung. Mhm. Beziehungsweise es gab dann auch noch Nebelschlussleuchten als Sonderzubehör, wenn man Glück hatte. Ja. Mein Name ist Katrin Kuhner-Uboff und bin jetzt seit Beginn dieser Spielzeit Intendantin der Staatsoperette Dresden. Mein Name ist Holger Scholze. Man könnte sagen, ich bin Börsianer mit Leib und Seele. Das ist mein Beruf. Und dabei bin ich unterwegs für Pressefunk und Fernsehen, also als Börsenberichterstatter, ganz klassisch für Nachrichtensender über viele, viele Jahre. Aber mittlerweile eben als freier Mitarbeiter auf Abruf, bei Bedarf sozusagen. Ich halte aber auch sehr, sehr viele Vorträge, vor allen Dingen an Universitäten. Und so ganz nebenher habe ich noch ein Ehrenamt übernommen für meinen Lieblingsfußballverein Dynamo Dresden. Bin dort der Präsident und das ist auch nicht langweilig. Das ist schon ein bemerkenswertes Ehrenamt, oder? So einfach Präsident von Dynamo Dresden zu sein. Das erfüllt mich auch tatsächlich mit Stolz und es ist für mich auch eine riesengroße Ehre, dass ich dieses Amt ausüben darf. Und ja, da gibt es eine Menge zu tun, aber wir sind ein sehr, sehr gutes Team. Also das ist schon ein richtig großes Unternehmen mit mittlerweile 35 Millionen Euro Jahresumsatz. Mhm. Wie viel Umsatz hatten eigentlich die Staatsoperette? Das sage ich jetzt nicht. Naja, es wäre ihr zu wünschen, dass es in ähnliche Größenordnungen geht, ne? Das wäre großartig, ja. Jetzt sind wir ja auch gerade am Kraftwerk Mitte, dem neuen Standort der Staatsoperette seit Dezember 2016. Das Potenzial ist hier natürlich vorhanden, hier in der Mitte der Stadt auch noch mehr Publikum anzusprechen als bisher und die Umsätze auch in vergleichbare Höhen zu treiben. Wir sind da natürlich in einem ganz anderen Bereich unterwegs, im Kulturbereich. Aber nichtsdestotrotz können wir uns nicht beklagen. Also wir liegen bei einer Auslastung von etwa, sag ich mal, 82%. Jetzt auch seit Jahresbeginn. Das ist ja gerade im Kulturbereich, wo leider nicht so eine beständige Euphorie vorherrscht wie im Fußball oder überhaupt im Sport, ist das schon ein hart umkämpftes Gebiet, Zuschauer auch regelmäßig reinzubekommen, zumal in Dresden, wir haben in mittelbarer Nähe Staatsschauspiel, Oper und so weiter. Ja, die Konkurrenz ist groß. Die Konkurrenz ist immer groß. Was los, ne? Eben, genau. Und der Ort ist aber ganz besonders. Es ist ja kein klassischer Theaterbau, es ist ja einfach ein Kraftwerk. Und da jetzt einfach eine Staatsoperette reinzusetzen, finde ich eine ganz tolle Setzung, sehr mutig von der Stadt. Aber hat eben auch ein enormes Potenzial, zusätzliche Zielgruppen zu gewinnen. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Denn ich habe gesehen, dass Sie von Haus aus Pianistin sind. Ja. Stand denn bei Ihnen zu Hause, als Sie kleines Mädchen waren, auch schon ein Klavier oder vielleicht sogar ein schöner Flügel bereit? Nein, den habe ich mit 14 Jahren dann bekommen, den schönen Flügel. Und das Klavier vorher dann mit 9 Jahren. Ich bin aber in einer sehr musikalischen Familie groß geworden und habe erst mit anderen Instrumenten angefangen und erst dann mit 9 Jahren mich wirklich entschieden, Klavier lernen zu wollen. Also das ist wirklich so entstanden. Ist das nicht ein bisschen spät sogar? Naja, das sagen immer alle. Wenn man
das unbedingt will und viel übt. Wenn man das Talent hat, dann geht es auch wenn so. Man, ne? Wer kann, der kann. Ne? Ja, Kunst kommt von Können, heißt es doch immer so schön. Nein, Spaß beiseite. Es war schon hart, also natürlich, aber ich, dadurch, dass ich immer Musik gemacht habe und mit dem Grundstock an musikalischen Vokabeln mehr als vertraut war, war das andere eine technische Frage. Und da war ich einfach von Anfang an so angefixt von dem Instrument, dass ich wirklich die meiste Zeit des Tages neben der Schule dann dort verbracht habe. Also 4 bis 6 Stunden täglich waren durchaus dann normal und zu Wettbewerbszeiten auch mehr. Schau mal, jetzt müssen wir ganz kurz, es gibt eine Umleitung wegen des wunderschönen Striezelmarktes. Ja. Im Prinzip ist ganz Dresden ein einziger Weihnachtsmarkt. Aber wir dürfen hier nicht mit dem Trabi durchfahren. Deswegen fahren wir einfach über Dr. Kölzring, wie es aussieht. Ja. Auch schön. Ja. Obwohl der Striezelmarkt jetzt auch hübsch gewesen. Die Sonne scheint. Genau. Da können wir später noch hingehen. Sehr gerne. Ich bedauere das nämlich sehr, dass ich selbst so dämlich war, so blöd war und die vielen, vielen Vorschläge und Angebote meiner älteren Geschwister, vor allen Dingen meiner Schwester, die Musiklehrerin war und ist, nicht angenommen habe, um von ihr einfach es beigebracht zu bekommen, wie man Klavier spielt, wie man Gitarre spielt. Und meine älteren Brüder, die haben mir gesagt, also ich habe 3 Brüder und eine ältere Schwester, die haben mir immer gesagt, du wirst später sagen, ach, hätte ich es doch mal getan. Und sie haben recht behalten. Aber der kleine Holger, der wollte lieber rausgehen, Fußball spielen oder mit seinem Roller und Fahrrad fahren und sich bewegen oder Buden bauen und mit Nachbarskindern unterwegs sein und so drin zu sitzen und jetzt mehrere Stunden ein Instrument zu üben, danach war mir jetzt nicht so. Aber in der Tat würde ich es gerne können. Ja, das ist schon auch eine eigene Welt. Also es ist auch, sage ich mal, Alltag gar nicht so einfach. Auch wenn man, also ich war eine Zeit lang an der Spezialschule für Musik, hatte dann einen Lehrerwechsel vorgenommen, die nicht an dieser Spezialschule unterrichtet hat, die aber für mich perfekt war und war dann an einem ganz normalen Gymnasium. Und das ist natürlich auch ein wie soll ich sagen, ein Riesenthema, weil alle anderen natürlich in ihrer Freizeit ganz andere Dinge machen. Also man ist schon auch ein bisschen, sag ich mal, abgesondert. Ne? Also man lebt auch so ein bisschen in der eigenen Welt. Man verzichtet auf andere Dinge, genau, die man bei anderen Kindern sieht. Ne? Genau, oder auch Freundschaften, Freunde, die dann eben weggehen und so weiter. Man ist dann wirklich beschäftigt. Ja. So. Also das war schon aber sinnvoll beschäftigt. Ja. Also mit schönen Dingen beschäftigt. Unbedingt, unbedingt. Bei Ihnen zu Hause, stelle ich mir so vor zumindest, gibt es also heute noch Hausmusik. Vor allen Dingen auch in der Weihnachtszeit, nehme ich an. Zu Heiligabend auch. Ja, das machen wir schon. Auch Weihnachtslieder singen. Oh, aber ohne Zwang. Also das ist jetzt wirklich eher locker. Aus der Lust heraus. Aus der Lust heraus, ja. Aber meine Tochter hat jetzt angefangen, Harfe zu lernen. Und die ist ein bisschen verrückt. Die hat schon vor Wochen Flyer gebastelt für den ersten Weihnachtsfeiertag, wo sie ein Harfenvorspiel machen möchte. Und da sie das ja von mir so kennt, auch aus den Theatern, dass es dann Programmhefte gibt und Ankündigungen und so weiter, hat sie das auch hochprofessionell angelegt mit eigener Biografie und Programm und sehr witzig. Oh, jetzt sind wir an der Falle. Es wundern sich alle, wo ich jetzt hier hinfahre. Ja, das ist aber schauen Sie mal, da haben sich die Ultras Dynamo verewigt. Super. Das ist eigentlich ein sehr schönes Café hier an der Stelle mal. Ja. Und ich habe hier tatsächlich in dieser Region mich als 14-15-Jähriger oft aufgehalten, weil ich in dieser Zeit auf der Kinder- und Jugendsportschule war als Leichtathlet. Das ist ja das jetzige Gymnasium Bürgerwiese, oder? Ich glaube ja. So ist es. Das war früher Kinder- und Jugendsportschule Arthur Becker Dresden. Ja. Und man war, das hier Leniplatz oder so, ne? Ja, man war eigentlich aber beim SC Einheit Dresden dann Sportler in verschiedenen Sportarten. Und ich war eben Leichtathlet. Ganz am Anfang mal Zehnkämpfer und später dann Springer, Weitspringer und Dreispringer. Toll. Aber ich hatte permanent Hunger. Denn ja, man, das war fürchterlich. Man war ja Leistungssportler und man wurde schon dahin, man sollte schon, ich glaube, ich habe 78 Kilo gewogen und war 1,86 groß und war relativ athletisch. Auch durch mein jahrelanges Fußballtraining hatte ich auch etwas kräftigere Waden und Oberschenkel, also große Sprungkraft.
Ja. Aber der Trainer sagte, um noch größere Weiten im Weitsprung zu erzielen, sollte ich jetzt nicht noch unbedingt mehr Masse aufbauen, sondern eben doch wie eine Gazelle eher werden. Ne? Ah, okay. Und das war für mich aber wirklich eine Qual, weil ich es doch gewöhnt war, vielleicht dann mal ein schönes Steak zu essen. Und ich brauchte das irgendwie auch in dieser Phase. Ja. Ich hatte also damals auf dieser Sportschule permanent Hunger. Und dann bin ich immer nach dem Training vom Ostra-Gehege mit der Straßenbahn hier rüber, weil hier auch unser Internat war. Ja. Und da gab es hier irgendwo, aber ich finde es gar nicht mehr, gab es so einen kleinen Konsum. Und dann habe ich mir noch mal auf dem Weg ins Wohnheim noch so einen kleinen Snack geholt oder so. Sonst hätte ich den Tag wahrscheinlich nicht überstanden. Ja, und dann bin ich hier tatsächlich zur Schule gegangen. Schön war für mich natürlich, dass wir vom 16. Stock aus oben direkt ins Dynamo-Stadion reinschauen konnten. Und dort ab und zu natürlich auch mal sehen konnten, wenn die Flutlichtmasten, früher hießen, waren das ja unsere Giraffen, die ganz berühmt sind. So. Dann da reinzuschauen und unsere Idole da zu beobachten, das war schon toll. Ja. Aber das Stadion ist ja wirklich auch sehr beeindruckend. Ich war zur Zeit meiner Vorbereitung noch für Dresden zu einem Meeting dort. Da hatte ich extra gebeten, meine neue Marketingchefin gebeten, mal einen anderen Ort zu finden als jetzt im Kraftwerk Mitte, um mal auch über eine andere Perspektive so in Klausur zu gehen, zu brainstormen und zu überlegen, was so die nächsten Schritte in den verschiedenen Bereichen sind. Und da hatte sie mir ein paar Orte genannt, unter anderem auch das Stadion. Und da war ich sofort Feuer und Flamme. Und da waren wir wirklich in einer der VIP-Lounges da oben und haben meinen ganzen Tag dort konferiert mit Blick auf das Stadion. Toll, ne? Ja, es wurde leider nicht trainiert an dem Tag, aber gut. Aber Sie sollten ja auch nicht abgelenkt werden. Ja, ne? Stimmt, stimmt. Sie sollten sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. Ja. Und unsere sympathischen jungen Spieler, wenn die dann loswetzen, ne? Absolut, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Also wenn wir jetzt hier mal reinblicken, das war früher die Haupteinfahrt ins Stadion. Wir hatten vor ein paar Monaten Paris Saint-Germain hier zum Testspiel da. Und der für mich zurzeit beste Fußballspieler der Welt hat hier bei uns gespielt, Kylian Mbappé mit der Rückennummer 7. Und er kam hier rein und zufällig stand ich gerade dort in der sogenannten Mixzone. Und ging mit ihm quasi in den Innenraum und wir gaben uns die Hand und stellten uns kurz vor. Und dann sagte er zu mir, dass es unfassbar ist. Er bewundert das, er findet das Stadion wunderschön und beeindruckend, die ganze Atmosphäre. Und er hat so richtig Lust darauf, jetzt hier Fußball zu spielen. Und das von einem jungen Mann, der schon in riesengroßen Arenen mit 80 oder 100.000 Zuschauern gespielt hat, der Weltmeister ist, zu hören, das war natürlich schon außergewöhnlich. Aber er hat es dann unter Beweis gestellt mit einer unfassbaren Leistung. Der hat hier alle extrem beeindruckt durch sein Spiel, wie viel Lust er hatte, hier tatsächlich dann Fußball zu spielen. Und ja, aber er ist auch so auf dem Boden geblieben. Ein ganz, ganz feiner Typ und Sportsmann. Und ja, das ist auch eine dieser außergewöhnlichen Begegnungen. Ach toll, aber das macht einen doch dann stolz, ne? Dass das Stadion doch so eine Außenwirkung hat. Absolut. Unser Verein steht so gesund da wie noch niemals zuvor. Man muss sich vorstellen, wir hatten schätzungsweise vor 5 Jahren noch etwa 8 Millionen Euro Schulden. Und durch die Mithilfe vieler, übrigens auch durch eine 2-mal hintereinander genehmigte und durchgeführte Umlage bzw. doppelt bezahlten Mitgliedsbeitrag jedes Mitglieds und durch andere Sammelaktionen auch der Fans und Mitglieder, durch viele Initiativen, aber natürlich auch durch gutes, vernünftiges Wirtschaften, sind wir seit 3 Jahren schuldenfrei und konnten auch durch, sagen wir mal, ein größeres Engagement der Sponsoren, auch durch zusätzliche Partner und auch durch den ein oder anderen Transfererlös, der natürlich dann auch noch eine wichtige Rolle spielte, jetzt ein relativ solides Eigenkapital auch erwirtschaften, was uns jetzt natürlich auch einen gewissen Spielraum gibt und auch hilft. Und das ist erstmal diese gute Nachricht. Aber im Sport kann man nichts erzwingen. Manchmal passt es eben einfach irgendwie nicht. Und wenn es die Ergebnisse sind und am Ende zählen die Punkte, am Ende muss das Runde irgendwie ins Eckige. Und das ist uns in den letzten 10 Wochen nicht so gut gelungen. Das ist übrigens gerade unser Mittelfeldspieler Barış Artık gewesen. Ah ja.
der gerade vom Training kam. Michi, hallo. Das ist einer unserer österreichischen Fußballer, ganz jung und talentiert, hat gerade seine Verletzung überstanden. Super. Also wir brauchen hier jeden Mann. Ja. Und es sollen auch in der Winterpause noch Verstärkungen kommen. Wir haben jetzt auch einen neuen Trainer. Und, sind Sie an der Auswahl beteiligt gewesen? Nein, ganz und gar nicht. Das ist der Verantwortungsbereich des Sportgeschäftsführers Ralf Minge, gemeinsam mit Christian Walter, unserem Chef-Scout. Und die haben auch die notwendige Kompetenz dafür. Natürlich sprechen wir über viele Themen, aber die Entscheidungsgewalt liegt gerade bei solchen Dingen absolut in Händen von Ralf Minge und Christian Walter und dem Team drumherum, die also übrigens auch nicht nur, wenn Bedarf besteht, solche Personalentscheidungen treffen, sondern die permanent den Markt sondieren. Das heißt, es gibt immer Trainer, die im Blick sind, dass man immer auch für alle Möglichkeiten gewappnet ist, wobei es noch wichtiger ist bei Spielern. Also Scouting geht das ganze Jahr über durch. Es gibt nur zwei Transferperioden, eine im Sommer, eine im Winter, und da dürfen innerhalb von einigen Wochen dann Spieler verpflichtet werden oder eben abgegeben werden. Und da muss man das ganze Jahr über unterwegs sein. Und da das ist interessant, dass es funktioniert im Theater ähnlich. Aha. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Also wir sind ja ein Ensemblebetrieb. Die Schwarzbarette hat verschiedene Ensembles, ein Tänzerensemble, wo ich heute Morgen übrigens auch kurz beim Training reingeschnuppert habe. Die haben ja, bevor sie richtig an den Stücken arbeiten, ins Werktraining gehen, machen die immer noch so ein Warming up oder ihr Training, um richtig sozusagen die Muskeln zu halten. Und das ist sehr spannend, da mal dabei zu sein. Theoretisch steht das allen Mitarbeitern frei, an diesem Training teilzunehmen. Es traut sich natürlich nur keiner, wenn man dann das Ensemble aus 18 Tänzern nur zu stehen hat und sich darunter mengen soll und irgendwelche komplizierte Ballettübungen mitmachen soll. Aber die Möglichkeit bestünde. Lustig wäre es obendrein. Lustig wäre es obendrein. Naja, sie warten immer schon drauf, dass ich mich mit an die Stange stelle. Mal sehen, vielleicht mache ich es auch irgendwann mal. Fürs Teamgefühl ist es sicherlich nicht schlecht. Haben Sie gemerkt, das waren die Blattfedern im Trabant, die haben gerade etwas heftiger aufgeschlagen. Aber daran muss man sich auch gewöhnen. Okay. Der Tontechniker, der lebt noch. Wir sitzen ja vorne, da merkt man das dann nicht so. Was genau. Haben wir einen schönen Ausblick, ne? Die Sonne scheint, das ist eigentlich ein schöner Tag dafür. Total, herrlich. Genau, aber auch dieses Scouting betreibe ich ja genauso. Also das ist ja im Prinzip... Haben Sie da Hilfe? Ich meine, das können Sie doch nicht auch noch alles alleine machen. Ja, also ich habe auch einen groß aufgestellten Mitarbeiterstab, die künstlerischen Vorstände, dann die technischen Bereiche und im künstlerischen Vorstand natürlich den Chefdirigenten, dann die beiden Kapellmeister, die auch jeweils mit einer eigenen Spezialität dabei sind. Der eine mehr im Musical-Bereich, der andere mehr auch im Operettenbereich fokussiert. Und meinen leitenden KBB-Chef. Das ist ein KGB-Chef, nicht KGB. Ich wollte schon mal kurz mal nachfragen. Vom Laut her hätte es sein können, ja. Also Wladimir Putin ist es nicht. Nein, künstlerisches Betriebsbüro, also KGB oder auch Chefdisponent genannt. Ich krieg den Gang nicht rein. Ich glaube, da ist er. Ja, und, es hakelt etwas bei unserem Trabi. Genau. Und wir alle sitzen dann in Vorsingen, also wir arbeiten viel mit Agenturen zusammen, die dann je nach Bedarfslage bei uns uns Sänger vorschlagen, die wir einladen. Zum anderen fahre ich aber auch viel rum und schaue mir auch Sänger an, die mich interessieren, Vorstellungen an. Auch Regisseure, also Produktionen von Regisseuren, wo ich mir vorstellen könnte, dass es mal interessant sein könnte für eine Zusammenarbeit. Spüren Sie einen gewissen Vorteil, dass Sie ein Haus in Dresden leiten, weil man ja doch vielleicht als Kunst- und Kulturstadt einen gewissen Ruf hat, weil man vielleicht auch weiß, gerade in Ihren Kreisen, dass es viele Gleichgesinnte in der Stadt gibt, dass es vielleicht zumindest vorübergehend mal eine ganz schöne Adresse wäre, hier zu arbeiten. Ist das ein Vorteil oder sagen Sie, nein, das ist genauso schwer wie anderswo auch? Also Dresden als Stadt ist natürlich ein Zugpferd, also das auf jeden Fall. An sich habe ich es als Haus mit dieser Spezialisierung in der Branche nicht ganz so leicht. Also ich bin ja ein Musiktheaterbetrieb, aber viele Sänger, die dann auf den Markt kommen, wollen sich ja möglichst breit präsentieren. Die wollen vielleicht so früh in eine Spezialisierung gehen.
Und wir haben in Deutschland leider immer noch das Phänomen, dass sehr stark nach E- und U-Musik unterschieden wird. Also auch in der Ausbildung an den Hochschulen, also ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Und der Unterhaltungsbereich ist in einigen Kreisen immer noch ein rotes Tuch. Sodass auch oft jüngeren Künstlern... Warum? Geht das als oberflächlich? Oder? Ja, vielleicht, ja. Oder dass man dann den Stempel drauf hat. Und wenn man einmal an einer Operette gesungen hat oder sich sehr viel in dem Bereich spezialisiert hat, dass man gar nicht mehr ins Schwere, ins ernste Fach kommt. Naja, das ist ja. Und das ist auch, betrifft genauso auch Dirigenten und so weiter. Das ändert sich. Also das ist gerade so ein bisschen am Verändern. Aber insofern ist das ein Punkt, der ist manchmal nicht so leicht macht. Und zum anderen sind aber auch die Herausforderungen des Genres so spezifisch, dass es auch für Sänger gar nicht so leicht ist, unsere Erwartungen immer so gut zu erfüllen. Weil es ist ein Genre, was zum einen sängerisch sehr, sehr schwer ist, zum anderen, also jetzt im Operettenbereich, das sind wirklich zum Teil sehr, sehr große, schwere Partien, die da zu bewältigen sind. Also wir haben es ja immer mit unterschiedlichen Gesangsfächern zu tun, leichtes Fach, schwereres Fach und so weiter, aber es ist technisch nicht zu unterschätzen, egal in welchem Fach man gerade singt. Und wenn Sie da eine nähere Erklärung wollen, haken Sie einfach ein, was die Gesangsfächer angeht. Aber ich würde jetzt einfach mal vorsichtig darüber hinweggehen und beschreiben, was noch so an Komponenten für die Operette notwendig ist. Ich bin ganz Ohr. Und das wären auch so spielerische Qualitäten, Dialogfähigkeit. Also im Prinzip muss man auch ein super Schauspieler sein. Ich finde das doch toll. Das ist super, ja. Nein, auch Spaß zu haben und nicht... Klar, man will vielleicht irgendwann noch als Schauspieler, mir fällt so als Beispiel die Romy Schneider an, die nun als Sissi jahrelang gefeiert wurde, aber das irgendwann gar nicht mehr mochte, weil sie auch eine ernsthafte Schauspielerin gerne war und auch so wahrgenommen werden wollte, aber alle sprachen sie immer auf die Sissi-Rollen an. Vielleicht geht das vielen Schauspielern oder auch dann Sängern so, dass sie eben gerne auch mal ernst genommen werden wollen und diese Klischees dann eben nicht mehr so bedienen möchten. Aber ich finde das trotzdem toll. Gerade, also ich gehe lieber in die Operette als in die Oper, weil mir Opern teilweise einfach zu lang und zu schwer sind. Vielleicht bin ich da auch ein einfaches Gemüt, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle, ich liebe die Operette schon immer. Ja? Ja, wir fahren hier gerade an der Brühlschen Terrasse unten vorbei. Genau. Und das ist natürlich ein wunderschöner Anblick jetzt zur Weihnachtszeit. So schön geschmückt alles und so schöner Sonnenschein. Trotzdem ist es kalt draußen, also der perfekte Tag, um jetzt hier mit dem Trabi rumzufahren. Ne? Ja. Sollen wir hier nochmal aussteigen? Man hört es an der angenehmen Stille, der Trabantmotor ist abgestellt. Wir sind angekommen am wunderschönen Fürstenzug hier am Dresdner Schloss und werden gleich mal aussteigen. Und dann plaudern wir nochmal weiter, ne? Herzlich willkommen im Verkehrsmuseum Dresden. Benjamin Otto mein Name und ich bin der... Haben Sie die Posaunen bestellt? Die sind immer hier im Dezember vor Ort. Wunderschön. Genau, ich bin der Sammlungs- und Ausstellungsleiter hier im Verkehrsmuseum und ich freue mich, Ihnen heute eine kleine, ich sag's mal, Turboführung zu geben, um Ihnen einmal das Haus vorzustellen. Und ich stelle mir das vor, dass wir jetzt nicht so einen Monolog halten oder dass ich keinen Monolog halte, sondern dass wir gerne zu ein paar Highlight-Exponaten ins Gespräch kommen werden. Wir sind ganz gespannt. Super, für mich das erste Mal als neue Dresdnerin. Perfekt. Toll, tolle Erfahrung, danke. Bitte. Oder tolle Gelegenheit, das ist ja noch gar keine Erfahrung. Huch. Aber es könnte eine werden. Es könnte eine werden, genau. Und da sind wir schon wieder bei einem Trabi. Der ist immer noch blau. Mein himmelblauer Trabant, da gab es mal einen Schlager. Genau. Sie sind ja auch mit dem Trabi gekommen, also wiedererkennungswert hier. Vielleicht ganz kurz etwas zum Haus selbst. Das Verkehrsmuseum gibt es hier seit eröffnet 1954. Und wir zeigen in 5 Dauerausstellungen, Straße, Wasser, Schiene, Luft, Entschuldigung, 4 sind es, die Mobilität mit dem Schwerpunkt Ostdeutschland nach 1945 bis in die Gegenwart.
und zeigen aber nicht nur Exponate. Natürlich zeigen wir Exponate, aber bei uns steht vor allen Dingen der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen halt zeigen, wie hat die Mobilität die Menschen verändert. Wer, Erfinder beispielsweise, hat für welche Mobilitätsart oder welches Fahrzeug erfunden etc. Und wir erzählen aber auch die Geschichte der Exponate selbst. Also es sind ja alles Exponate, die irgendwann mal bewegt wurden. Somit finden Sie an den Exponaten auch immer witzige, teilweise witzige Geschichten von den damaligen Eigentümern. Ja, dass man mit einer Arbo beispielsweise bis in die Taiga gefahren ist, etc. pp. Zum Trabant, ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht selbst auch noch Geschichten? Vielleicht sind Sie selbst gefahren. Thema vielleicht reparieren etc. Das war ja damals auch so ein Thema, Ersatzteile und sowas. Und also wir hatten zu Hause bei uns in der Garage eine Sammlung wertvollster Gegenstände, ja, die genau, alle zum Trabi gehören. Genau. Die habe ich übrigens immer noch. Ja. Ja, das muss man sagen, ich bin nicht dazu gekommen, das mal irgendwann jemandem weiterzureichen. Aber sowas gibt man auch nicht so einfach aus der Hand. Das sind schon Kostbarkeiten. Ne? Ja, also heute sind es Kostbarkeiten. Ne? Früher war das ja so gang und gäbe. Das Sammeln, das Hamstern und Horten, sagen wir auch dazu. Man könnte es ja noch mal gebrauchen. Richtig, genau. Das war ja die Denke früher. Ersatzteilmangel gab es, genauso wie Fahrzeugmangel. Und man brauchte es entweder selbst oder es war die zweite Währung. Man hat ja mit diesen Ersatzteilen auch ein richtiges Tauschgeschäft betrieben. Ne? Was weiß ich, Terrasse neu pflastern für einen Kotflügel vom Trabi zum Beispiel. Ja, genau. Ja, und das ist ein Beispiel der Geschichten, die wir beispielsweise zu den Exponaten erzählen. Was ich aber sehr schön finde, dass dieses wundervolle Gebäude jetzt dieser Nutzung auch schon seit vielen Jahrzehnten zugeführt wurde. Denn ich meine mich zu erinnern, dass mir meine Großeltern mal erklärt haben, dass hier natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte wechselnde Nutzungszwecke im Prinzip auch mit dem Gebäude verbunden waren. Und das Museum wurde damals auch gemeinsam mit der Hochschule für Verkehrswesen gegründet. Das ist der heutige Teil der TU Dresden. Und da sind natürlich auch viele Exponate dann seitens der TU beispielsweise hier ins Museum gekommen. Ja, also die Eisenbahnsammlung beispielsweise. Das Museum beruht auf der Eisenbahnsammlung. Wir haben eine große Eisenbahnsammlung. Wir zeigen in der Dauerausstellung jetzt 8 Großexponate, das ist einfach dem Platz geschuldet. Aber wir haben noch ein großes Depot auf der Zwickauer Straße mit einer Lokwerkstatt und da stehen dann die restlichen Exponate. So schließen sich die Kreise, weil gerade drüben an der TU Dresden, dieser ganze Bereich, auch Verkehrswirtschaft zum Beispiel, der hat einen sehr, sehr guten Ruf, auch nicht nur über die Grenzen Sachsens, sondern Deutschlands hinaus. Genau. Also die dort ausgebildeten Studenten, die sind, glaube ich, recht gut dabei. Wenn meine geschätzte Gesprächspartnerin mal für eine ihrer Operetten ein Originalstück aus ihrem Hause bräuchte, zum Beispiel diese herrlich verzierte Kutsche da im Nachbarraum, ja, könnte sie die mal bekommen? Bei der wird's, ich spreche in der Tat, jetzt einfach mal für Sie vor. Ja, bei der wird es in der Tat etwas schwierig, weil das eine Leihgabe ist. Was? Da dürfen wir leider nicht drüber bestimmen. Das merkt doch keiner. Ne? Okay. Ja. So bei der Operette die Fledermaus, muss doch mal so eine schöne Kutsche da auf die Bühne fahren. Aber PKW-mäßig auf jeden Fall. Mhm. Wir haben ja auch noch Fahrzeuge im Depot. Wir haben mir gerade Office in der Unterwelt vor und dann fahren Sie dann mit dem Trabi auf die Bühne. Da haben Sie genau. Aber wir haben tatsächlich gerade eine Produktion, wo zwei Trabis mitspielen, Follies, wo wir in dem einen Bild, wo die jungen Leute, es werden ja immer Paare gedoubelt dort und es gibt immer zu den älteren Paaren die jüngeren Paaren in der Vergangenheit. Und da wir das ja zur Wendezeit angesiedelt haben, spielt das eine Bild vor der noch nicht wieder aufgebauten Frauenkirche. Und da fahren so Trabi-Attrappen rein. Also der eine blau, der andere rot. Das ist wirklich sehr lustig, weil das ist dann immer so eine Fummelarbeit für die Technik. Die stehen dann mal mit Fernsteuerung da. Und das ist wirklich nur die Front quasi, also so 2D. Ja. Ausgestaltet vom Plastiker, sieht aus wie Trabi und dann fahren die da auch rein, also auch nur seitlich. Das ist, hat so ein bisschen was von Comic, total charmant. Aber vielleicht wollen wir das, wenn wir es nächstes Jahr wieder aufnehmen, mit echten Trabis machen. Na, eine Frage, weil ich habe gehört, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber haben Sie auch Straßenbahnen hier? Wir haben ein Depot Straßenbahnen und einiges unserer Sammlung auch bei den Kollegen im Straßenbahnmuseum in Drachenberge. Wissen Sie, warum ich frage? Das wäre vielleicht auch eine Empfehlung für Sie, wenn Sie erst seit kurzem in Dresden sind. Mein absolutes Lieblingsbuch ist von Erich Kästner, Als ich ein kleiner Junge war. Und da beschreibt er sein Leben in Dresden, in seiner Kindheit und in seinen jungen Jahren. Und unter anderem eine unfassbar schöne Szenerie auf dem Albertplatz in Dresden,
wie er auf der Villa oder auf der Mauer der Villa Augustin, also seines Onkels, saß und das Treiben beobachtete, wie also die alten Straßenbahnen ankamen und die Damen mit den großen Hüten und den riesen Reifröcken jetzt da irgendwie in die Bahn mussten, die noch mit großen Stufen, 2-3 Stufen nach oben führten. Und da gab es wohl extra Angestellte bei der Bahngesellschaft, die dafür sorgen mussten, dass die Damen der höheren und besseren Gesellschaft überhaupt in die Bahn kamen. Also die mussten jetzt die da hochschieben und hochhieven und aufpassen, dass die riesengroßen Hüte nicht irgendwo am Dach hängen blieben und die Röcke noch reinkamen. Und der Kästner selbst ist ja dadurch jetzt dann vor einigen Jahren wieder als, ja, wie sagt man dazu, als kleines Denkmal errichtet worden, dort direkt auf der Mauer, in Kupfer gegossen, glaube ich, sitzt der kleine Erich und schaut auf das Treiben am Albertplatz heute noch. Und deswegen hätte ich gern mal so eine Straßenbahn von früher gesehen, um mir das noch besser vorstellen zu können. Aber das ist der große Hecht steht im Depot. Wir haben zweimal im Jahr ist unser Depot geöffnet. Da haben wir das Dampflok-Treffen. Das ist quasi der Dampflok-Treff-Auftakt, den wir hier in Dresden machen. Wir sind die ersten deutschlandweit. Mensch, was es alles gibt. Das ist meist immer so Mitte Anfang bis Ende April. Das ist auch ein April. Tolles Wort. Dampflok-Treff-Auftakt. Ja. Und da ist der große Hecht zu besichtigen. Das war so ein Straßenbahnwahrzeichen von Dresden. Und das gleiche auch noch mal im Oktober. Da ist quasi Dampflok-Abtaktfest. Und da kann man dann auch noch mal besichtigen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, in unserem Depot, in unserem Luftfahrtdepot in Klotzsche oben am Flughafen, haben wir noch einen Rumpf an 152. Das ist das Tupolev. Einzige. Nee, das ist wirklich eine Eigenentwicklung in der Was? DDR. Ja, ja. Mhm. Die hat man in den 50er Jahren gebaut. Das erste, noch so ein Wort, turbinenstrahlgetriebene Mittelstreckenflugzeug, was auf ostdeutschem Boden gebaut wurde. 1961 wurde die Produktion dann aber eingestellt. Und wir haben noch sogar den letzten Rumpf als technisches Denkmal, der dann da oben steht und zum Flughafentag auch zugänglich ist. Und jetzt zweimal Dresdner Eierschecke. Und da komme ich gleich zu der Frage, diese Eierschecke, ist die mit oder ohne Rosinen? Es sieht so aus, als wären keine Rosinen. Sie ist ohne Rosinen, oder? Und da gibt es eben bei der Dresdner Eierschecke, obwohl sie als Original-Eierschecke angeboten wird, ganz viele Varianten. Ich erkenne zum Beispiel manchmal die Eierschecke mit Rosinen, manchmal ohne, teilweise sogar mit Mandeln belegt oder eben ohne, so wie jetzt hier. Es überrascht mich dann teilweise, aber die Konditoren und Bäcker, die sagen mir dann, ja, aber es gibt viele Menschen, die mögen keine Rosinen. Das stimmt. Mögen Sie Rosinen? Ich esse sie, muss sie aber auch nicht essen. Also ich bin also aussortieren. Nein, aber nein, so schlimm ist es nein, gar nicht. Und in der Eierschecke sind, also wenn die saftig sind, mag ich sie. Und so eine gute Eierschecke hat, glaube ich, auch saftige Rosinen. Für mich gehören sie dazu. Ja. Nein, ich komme aus einer Familie, wo es ein traditionelles Quarkkuchenrezept gibt. Mein Großvater mütterlicherseits ist sogar in Dresden geboren. Der ist dann als Kind, also der ist bis er 7 war. Ich glaube, hat er hier gelebt, ist dann nach Berlin umgezogen. Aber er war leidenschaftlicher Quarkkuchenesser und Bäcker und hat das Rezept weitergegeben. Und vielleicht kommt das ja sogar aus diesem sächsischen Kontext mit der Eierschecke. Insofern bin ich auch Eierschecken-Fan. Ich finde es schön, dass Sie Quarkkuchen sagen, weil ich bin zuweilen auch in anderen Gegenden Deutschlands unterwegs. Und da heißt der Quarkkuchen gar nicht Quarkkuchen, sondern Käsekuchen oder Käsetorte. Gemeint ist, glaube ich, das Gleiche. Ne? So muss man ja auch aufpassen, wenn man in Berlin aufgewachsen ist. Da heißen die Brötchen nicht Brötchen, sondern Schrippen. Und dann kommen sie nach Weimar. Und wie heißen sie dort? Brötchen auch. Kann man auch sagen. Ja, oder Semmeln. Die Thüringer verstehen das alles. Mhm. Ja. Semmeln, ja. Brötchen. Schrippen kennen sie nicht. Und wie sollen wir denn bitte schön ein Resümee ziehen über ein Gespräch, bei dem wir viele Dinge nur andenken konnten und nur oberflächlich eigentlich uns unterhalten konnten und plaudern konnten? Das müssen wir noch mal bei anderer Gelegenheit mit unseren Familien fortsetzen. Sehr gerne. Also wir kommen sehr, sehr gern möglichst bald mal in Ihr Haus, das ist versprochen. Und ich weiß nicht, ob Sie Interesse am Sport oder Fußball haben oder vielleicht sogar an der Börse. In all diesen Institutionen öffne ich Ihnen gern die Türen und würde Ihnen erläutern, was sich da so abspielt. Da gibt es auch einiges zu entdecken. Vielleicht bringen wir sogar mal zum einen die Abläufe der Börse auf die Bühne der Operette. Oder vielleicht, es gab ja tatsächlich schon in Dresden mal auf einer anderen Bühne auch ein Fußballstück oder mehrere sogar.
inzwischen mit entsprechenden Kooperationen. Also das sind ja die tollsten Ideen da, die wir da umsetzen. Unbedingt. Sehr, sehr gern. Und ich bin natürlich auch ganz neugierig, das Stadion auch mal zu sehen, wenn es gefüllt ist. Oh, ja. Also ich habe es ja jetzt nur bei besagtem Meeting mal erlebt, als es quasi in voller Schönheit, aber ohne Zuschauer zu sehen war. Aber da wird sich eine Gelegenheit finden. Und diese Atmosphäre ist einzigartig. Ja. Das glaube ich sofort. Genauso wie die Operette einzigartig ist und man dort natürlich auch eine ganz tolle Stimmung erzeugen auch kann. Auch im vollen Zuschauerraum. Und genießen kann, auch in einem vollen Zuschauerraum. Im besten Fall. Und in einem vollbesetzten Rudolf-Harbig-Stadion mit 30.000 Zuschauern, also da schwärmen alle. Vielleicht kann man auch die Operette mal ins Stadion holen. Auch das ist denkbar, ne? Muss man mal mit den Verantwortlichen sprechen. Aber die Verbindung kann ich auf jeden Fall herstellen. Super. Dann machen wir Fußball-Operette im Stadion. Zweimal Eierschecke, der Dresden-Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.